Machen wir so, danke Bro, und jetzt gucken wir in seine Reaction rein. Also der Mann. Achso, okay, jetzt hat das gecheckt. Hat einen 30.000 Special Track gemacht, Freunde. Und zwar, hier nochmal klarzustellen, ich habe nichts gegen die erwähnten YouTuber. Im Gegenteil, ich verfolge sie selber seit dem FIFA-Spiel, also das Ganze ist mit Zwinkern im Auge gemacht. Stabiles Ding, Dittmar. Okay, die Teases haben schon kommentiert, die haben schon abgecheckt. Wir schauen jetzt auch mal rein, Freunde. Ich bin sehr gespannt. Digga, ich bin gespannt, ich habe deine Reaction noch nicht gesehen. Ich feiere Diss-Tracks. Ich mache ja auch sehr gerne welche. Und dann geht's rein in die Olga. Ich bin gespannt. Let's go, baby. Por favor, Correa en el vuelo podría volverse turbulento. Frag nicht, warum ich ein Hemd anhab, Jungs. Mit Musikvideo. Eli mies korrekt reagiert. Ja, wir gucken bei Eli gleich nochmal rein, da muss ich auch nochmal was zu sagen. Also man checkt auch schon im Video ganz schön, dass es alles Joke ist. Mit Loco Workout ernte fleißig. Ich kam aus dem Nix, so wie RB Leipzig. Diesen Flow, aus welchem Lied kennt man das? Aus irgendeinem Song kenne ich diesen Flow. Irgendwo erkenne ich das. Was ihr macht, kann ich auch stoppen? Wirklich peinlich. Stein. Also, ich habe das aus keinem Track übernommen oder so. Mein Bruder hat mir meistens das vorgerappt. Mein Bruder ist ja, also rappt ja. Und deswegen hatte ich da voll die Hilfe bei. Ich habe das nicht einfach so von mir aus perfekt geflowt. Wisst ihr, wie ich meine? Ich hatte da auf jeden Fall eine Hilfe am Start. Auf YouTube mit Ende 30. Brody, ja, lacht der, ne? Warum, Bruder? Warum? Brody, von 0 auf 100 wie der Übergang vom Kurski. Jetzt mal Real Talk, zu Steini kann man gar nichts anderes sagen, außer als auf Alter gehen. Wisst ihr, wie ich meine? Und wenn man bei irgendwem auf Alter geht, dann halt bei Steini, auch wenn es mir leid tut. Ich mag Steini natürlich, aber was soll man bei Steini sonst sagen? Yeah, korrekter Typ auf jeden Fall. Aber mir gefällt dein linkes Ohr nicht. Das bockt nicht. Warte. Oh, Digga, ich hab jetzt... Ich hasse Streams, ich kann nicht... Okay, ich pausiere jetzt nur noch. Steini auf YouTube mit Ende 30. Brody, Einzelgänger so wie... Warum, Bruder, warum? Broly, von 0 auf 100 wie der Übergang von Broski. Ich lache über meine eigenen Witze. Ja, Digga, genau sowas will ich hören, Digga. Ich liebe Lines gegen Broski und seine hässliche Frisur. Auch wenn ich mittlerweile nicht mehr so viel dazu sagen darf. Einzelgänger so wie Broly. Von 0 auf 100 wie der Übergang von Broski. Zwei liebe Amateure, keine Profis. Scheiße, Retalk macht jetzt minimalen Profi. Passion, WG, aller Benji und Bossio. Streaming, Diät wär mal ne gute Option. Stabilität, das sei ständig in Topform. G-Class, AD, Loco, Orale, Conyo. Was? Ne Profis. Scheiße, Retalk macht jetzt minimalen Profi. Passion, WG, aller Benji und Bossio. Streaming, Diät wär mal ne gute jetzt Option. Mach mal auf zwei Pause und dann mach sie auf im Klo, lass laufen. Du Nutten, Digga. Was ist das denn? Ich höre keine Profis, Schalke Retalk macht jetzt minimalen Profi. Pärchen, WG, aller Benji und Bossio. Streaming Diät wäre mal eine gute Option. Was für Streaming Diät, du Arschloch! Sei ständig in Topform. G-Class AD, Loco, Orale, Conyo. Tschüss, G-Klasse. Guck mal, er weiß ja, dass meine G-Klasse wächst, der Ehrenmann. Ja, Digga, ich dachte, ihm fällt das nicht auf, ne? Ich hatte auch voll oft das Gefühl, dass die YouTuber, beziehungsweise wenn die drauf reacten, dass die gar nicht verstehen, was ich sage. Weil ich habe das Gefühl, in einem Track kann man sowas gar nicht so deutlich erwähnen. Wisst ihr, wie ich meine? Aber er hat sogar das mit der G-Klasse rausgehört. Ich dachte, das geht komplett unter irgendwie. Wegen diesem G-Klasse, AD, Loco, Oralikon. Hört sich ein bisschen so an wie so Baby. Als wenn das so erfundene Wörter wären, aber er hat es rausgehört. Und ja, ich wusste das. Ich folge den halt allen auf Instagram, ne? Deswegen weiß ich das. Szene, ohne Reden. 30k, Loco, lass uns übernehmen. Keine Regeln, ich lebe mein Leben. 30k, Brutto, um mich nur noch Nebel. Fick die Szene. Refrain ist ein bisschen monoton so, aber ist clean. Wisst ihr, wie ich meine? Man hätte auch was mit Autotune machen können, hatten wir auch erst überlegt gehabt. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich hab's nicht gemacht, weil es gay ist. Ich hätte sogar gefeiert, wäre das irgendwas Nice bei rumgekommen. Aber ich hab's nicht hinbekommen. Es hat sich so scheiße angehört. Und da meinten wir einfach irgendwann, komm, Digga, scheiß drauf.
rappt das einfach rein, die Hook. Und dann meinst du, ja, okay, dann habe ich sie einmal reingerappt und dann war fertig. War einfacher und hat sich cleaner angehört. Digga, ihr wisst nicht, wie schief, trotz Autotune, wie schief ich gesungen habe. Einfach trotz Autotune war es einfach komplett schief. Ich kann nicht singen, Mann. Ohne Reden, 30k, Loco, lass uns übernehmen. Keine Regeln. Also die Broski-Line war bisher die beste. Ja, Mann, die hab ich auch am meisten gefeiert. Kommt direkt zum Thema und bleibt bei der Taktik wie Fußball. Ich bin jetzt echt gespannt bei Teezy, weil der gehört ja auch noch zur Crew. Und ich bin gespannt, wie er auf den Elevate-Diss reagiert, weil der war auch ziemlich böse. Der hat mir im Nachhinein am meisten leid getan, so. Aber mal schauen, wie er drauf reagiert, weil er ist ja auch gut mit Elias. Er hat ja viel mit Elias, auch am Anfang von Elias seine Zeit gemacht gehabt. Mal gucken. Dick und doof, denen war alles egal. Klicks durch den Tanga von Michaela Schäfer. Er bleibt los, Brudi, doch er hat noch FIFA-Skills. Warte, ich muss zurückgehen, ich hab's nicht verstanden. Danach. Der Taktik wie Fußballtrainer. Dick und doof, denen war alles egal. Klicks durch den Tanga von Michaela Schäfer. Ja. Eli und Richard wie im Liebesfilm. Er bleibt los, Brudi, doch er hat noch FIFA-Skills. Soll ich dir mal sagen, was ne Krise ist? Du machst gratis Werbung für Palm Angels. Hä, was? Ich bin leid, dass ich auch zurückgehe und Pause mache, aber ich verstehe, ihr habt die Line nicht verstanden. Bleibt los, Brudi, doch er hat noch FIFA-Skills. Soll ich dir mal sagen, was er hat sich gecheckt, scheiße. Du machst krasses Werbung für Palm Angels. Er hat's nicht gecheckt. Ich check den nicht. Ah, Junge. Was eine Krise ist, du machst Werbung für Palm Angels. Meint er jetzt den? Also, es hat sich nicht gereimt, ja, das stimmt. Aber Elias hat sich selber komplett darüber aufgeregt, dass seine Marke, sein Trainingsanzug, immer so mit Palm Angels verglichen wird. Und ich dachte mir, weil Elias sich so krass darüber aufregt, wäre das der perfekte Diss. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen habe ich den mit reingenommen. Aber vielleicht, ja, hat er das nicht mitbekommen, dass Elias sich so krass darüber aufgeregt hat. Beziehungsweise, dass diese Vergleiche gezogen wurden zwischen diesen Elevate-Anzügen und diesen Palm Angels-Anzügen. Was hat die für ein Bezug, die muss ja einen Bezug haben. Jetzt haben einer reingeschrieben, wegen Elevate Jogger. Wegen Elevate Jogger. Weil das so aus. Sieht es so aus wie Palm Angels? Ja, also das war auf jeden Fall das, wo er sich aufgeregt hat. Dran bis zum Ende. Casey und Ernie, Gold 1 ist Beste. Alte YouTuber gehen jetzt in Rente. Ich kam als niemand, doch ich geh als Legende. Jawohl, wer ist turbulenter? Fick die Szene. Digga, einer hat's komplett nicht gecheckt. Einer hat geschrieben, weil er im Stream mal Palm Angels anhatte. Digga, nein, hä? Doch nicht deswegen, auf den. Ich hab irgendwann mal Palm Angels im Stream gesehen. Nein, der hat sich doch selber darüber komplett aufgeregt. Aber ja, wir haben uns nicht gecheckt. Reden, 30k, Loco, lass uns übernehmen. Keine Regeln, ich leb mein Leben. 30k, Foto um mich nur noch Nebel. Fick die Szene, ohne Reden. 30k, Loco, lass uns übernehmen. Keine Regeln, ich leb mein Leben. 30k, Foto um mich nur noch Nebel. Digga, es hat einfach perfekt gepasst. Ich schwöre. Ich so, hä, ist ein Fehler im Video? Ey, ich dachte kurz ehrlich, Fehler im Video, ne? Ahmed hat alles allein gemacht. Ja, okay, dürft jetzt auch wieder gehen, ne? Ist cool geworden, gefällt mir. Ja, ist danke, cool. Digga. Wirklich. Danke. Also ein paar Lines habe ich nicht ganz gecheckt. So, die, ja. Die ersten fand ich am besten hier an den Anfang. Bis zum ersten Riff. Ich muss aber auch sagen, in den ersten hat am meisten Arbeit drin gesteckt, vom Schreiben her. Also ich saß mit meinem Bruder dran und am Ende hatten wir ein bisschen Zeitdruck. Und haben den Text, haben nochmal versucht, so jeden so gut wie möglich zu dissen. Wisst ihr, wie ich meine? Und am Anfang hatten wir halt Zeit. Da haben wir richtig lange überlegt, okay, wie hört sich der Diss auch am geilsten an? Deswegen. Und er kennt die von der Crew am besten. Deswegen kommt ihm das wahrscheinlich am lustigsten rüber. Weil das halt seine ganzen Kollegen sind. Refrain fand ich am besten. Ey, guck nochmal rein. Okay, Digga, ja, krass, Ehrenmann. Also wir müssen was klarstellen, ihr seid wirklich doof, wenn sie dick vor sind, doof, Ende aus. Mit Ende 30, Brody, Einzelgänger so wie Broly, von 0 auf 100 wie der Übergang von Broski, zweite Liga, Amateure, keine Profis. Ich kann mir nicht sagen, wie ehrenlos Benji eigentlich ist, dass er dreimal die Stelle mit Broski wiederholt, ne, der hat die so genossen, ne.
Der hat die so genossen, diese Stelle. Beste Leiber, Broski. Passion, WG, Alla, Benji und Bossu. Streaming, Diät, wär mal ne gute Option. Stabilität, das sei ständig in Topform. G-Class, AD, Loco, Orale, Conyo. Fick die Szene, ohne Reden. 30k, Loco, lass. Der gegen die Teasies ist auch gut. Keine Regeln. Digga, ey. Digga, voll der Ehrenmann, er guckt's einfach zweimal. Er hat's ehrlich gefeiert. Fick die Szene, ohne Reden. 30k, ist cool, gefällt mir wirklich sehr gut. Kann man auf jeden Fall mal einen Kommentar da lassen. Ja, auch Ehre, ne? Auch Ehre. Stabilo. Weil guck mal, ne? Wenn die YouTuber, beziehungsweise hier wie in Neuen Gaming, so korrekt darauf reagiert, dann ist es ja auch die Community, die gerade bei ihm zuguckt, nehmen das ja auch nochmal positiver an. Er hätte jetzt zum Beispiel sich auch komplett darüber aufregen können. Dann hätte er mir eine dicke Hatewelle rübergeschickt. Also er hat komplett korrekt reagiert. Aber die, also ich zeige euch nochmal gleich die von Casey, da habe ich mich auch Schrott gelacht. Ein Stift, mach weiter. So. Bam. Ja, Ehre, geil. Ehre, gefällt Ehre. Mir sehr gut. Checkt sehr gerne mal aus. Ich hau euch mal den Link in den Chat rein, Freunde. Oha, könnt gerne mal ein bisschen Liebe da lassen. Das finde ich so geil, dass er zu 30k so ein Special macht. Weißt du, das ist so, da weiß man so diese 30k noch richtig zu schätzen, wenn man so damit anfängt und es läuft richtig gut. Es macht mega viel Spaß. Und dann setzt er sich einfach mal dahin und ballert einen Track raus. Wirklich. Feier ich wirklich sehr. Hä, hey, Ehre, Digga. Geiler Diss-Track. Hat mir sehr gut gefallen. Auch echt? Wenn ich jetzt die Lines gegen mich, ne, also, muss nicht sein, Digga. Die anderen waren gut. Die anderen, die gegen Broski waren am besten, Digga. Weil ich liebe es einfach gegen Broskis Haare, weil er einfach nie einen guten Friseur findet. Wallahi, you are gay. So, streamt der Boy, ne, der scheint auf YouTube zu streamen hier. Serie A, Stream, vor einem Tag gestreamt. Ich streame so, beides, Digga, jeden Tag. Der denkt so, boah, auf YouTube, weil er die ganze Zeit am Stream ist. Das ist aber krass, Alter, dass er noch so nette Worte raushaut auch, ne? Er schreibt in die Kommentare, mach weiter so, hier nochmal so nette Worte gerichtet mit diesem. Finde ich geil, dass er das macht und so weiter. Er voll sympathisch, wisst ihr, wie ich meine? Komplett sympathisch. Also er macht nicht nur eine Reaktion, sondern er gibt wirklich komplett seine Meinung dazu, nimmt sich so richtig Zeit und so, ist auch nicht selbstverständlich. Mit Loco, kenn ich doch den Cracky. Hä? Den Cracky, Digga? Den Cracky? Ehre, Mann, Digga. Das ist einfach der Cracky. Jungs, keine Drogen nehmen, bitte. Ja, ey! Ja. Boah, krass, guck mal hier. Wir hatten 35.000 Abonnenten. Hey, Chat, wir hören mal rein, Digga. Wo ist der Chat? Hier ist der Chat. Das meint ihr, oder was? Oha, ja. Er hat mich abonniert, weil ich ihn mal, glaube ich, gehostet hatte. Hat er mich so währenddessen abonniert gehabt. Er hat reingeschaut gehabt. Ehre, Mann. Casey hat schon ein Abo da gelassen gehabt. Alter, ich wollte eigentlich auch so ein, sowas machen mit Pedro, Digga. Junge, mit mir hat er nicht gemacht so ein... Wer ist Pedro? Ist sein Kameramann oder was? Song. Oh. Wäre auch geil, ne? Von der Casey. Bin mal gespannt. Was für ein Crackhead. Digga, er ist einfach was für ein Crackhead, Bro. Pedro von Astro? Ernte fleißig. Ich kam aus dem Nix, so wie RB Leipzig. Was ihr macht, das ist wirklich peinlich. Steini auf Mann. Mit Ende 30. Brody, Einzelgänger, so wie Broly. Von 0 auf 100 wie der Übergang von Broski. Warte, sieht man das überhaupt? Ah, er hat sich mitbekommen, schade. Ey, Digga, das ist auch voll ekelhaft, ne? Dass ich zu Broski auch diese perfekte Videoszene gefunden habe. Wo er einfach sich selbst mal die Frisur geschnitten hat. Also er war nicht beim Friseur, er hat einfach selber mal versucht, sich die Frisur zu schneiden. Und genau in dem Moment, also dieses Video habe ich einfach gefunden gehabt, als ich Broski Frisur eingegeben habe oder so. Irgendwie so bei YouTube. Direkt das erste Video gekommen, es war perfekt. Nicht schlecht, Digga, bis jetzt. Junge, was ist das? Ehremann, Digga, Ehremann. Von 0 auf 100 wie der Übergang von Broski. Zweite Liga, Amateure, keine Profis. Ach ja, was ich noch sagen wollte zu Casey. Bei Casey ist mir extrem aufgefallen, ich habe das ja vorher mal so auf TikTok angekündigt, den Diss-Track, und dann einfach mal mit so Mert seinem Track im Hintergrund, dieses Abi, Abi, nicht dissen, geschrieben, wer gedisst wird, weil da war es schon bekannt. Und da gab es einen leichten Hate, so weil die dachten, ich meine das komplett ernst, das wird richtig dreckiger Hate einfach nur, von mir auch aus. Deswegen hat die Community von den ganzen YouTubern so ein bisschen... mich gefrontet, beziehungsweise deren YouTuber verteidigt, so wie es sich auch gehört. Und die von der Casey, die Community von der Casey,
war einfach stärker als von der Crew und Elias zusammen, Digga. Also ich hab locker, die Hälfte der Kommentare war, wieso gegen Casey, warum gegen Casey, das wird dein Ende sein, was beleidigst du Casey und sowas. Es ist krank, wirklich, es ist krank. Casey hat so eine stabile Community. Guck mal, wie er grinst die ganze Zeit, Digga. Voll der Süße. Mein Leben. Um mich nur noch Nebel. Ja, Elias, gucken wir uns gleich an. Ey, manchmal, ihr müsst mal drauf achten, manchmal passt der Text gar nicht zu meinem Mund, weil der Track war komplett frisch. Ich kannte den Text selber nicht auswendig. Ich glaube, ich kann ihn jetzt auch immer noch nicht auswendig. Ich war da so und ich war voll oft am Lachen hier, als wir runtergegangen sind, weil ich den Text einfach vergessen habe. Und dann habe ich einfach nur meinen Mund ein bisschen bewegt. Und manchmal hat der Cutter das halt nicht gemerkt und dachte sich so, ja, passt perfekt. Aber es hat nicht gepasst, ich habe einfach irgendeine Scheiße gelabert, weil mir der Text einfach entfallen ist. So zwei Lines waren auch so schwer im Kopf zu behalten. Dick und doof, denen war alles egal. Klicks durch den Tanga von Michaela Schäfer. Eli und Richard wie im Liebesfilm. Er bleibt los, Brudi, doch er hat noch FIFA-Skills. Soll ich dir mal sagen, was ne Krise ist? Du machst gratis Werbung für Palm Angels. Er redet nicht, er genießt. Gold 1 ist Beste. Der Bastard, Digga. Der Bastard, Digga. Alter, Junge, was soll der Scheiß, Digga? Der Wichser. Der Wichser, Alter. Der Wichser, ey. Das Ding ist, ich hole ja selber nur Gold 1. Wenn's übertrieben gut läuft, Elite 3. Das war ja auch nicht der Sinn dahinter. Da habe ich schon wieder etwas genommen, was Casey übertrieben triggert. Und Ernie wird auch so oft gefrontet dafür, dass er nur Gold 1 holt. Oder Casey regt sich ja selber so krank darüber auf, dass er immer Gold 1 holt und nur ab und zu Elite schafft. Und ich dachte mir so, Digga, für die beiden perfekte Line eigentlich. Weil beide sich so krank darüber aufregen, nur Gold 1 zu holen. Oder manchmal halt, Ernie halt nur manchmal. Aber ich fand, das hat dann gepasst. Auch wenn es nur kurz war, das hat auf jeden Fall noch reingepasst und ich wollte die beiden auf jeden Fall noch mit reinnehmen. Dass er Ernie noch reingezogen hat, perfekt, Digga. Level wie Ernie. Selbe Level wie Ernie. Oh, noch bad, Digga. Korrekt, auch sehr, sehr korrekte Reaction. Vor allem, dass er das so mit Humor genommen hat, ne, sein Diss. Wie er aber auch gar kein Licht anhat, ne? Guck mal, Casey ist einfach weg. Digga, Ehrenmann Casey, er genießt auch die Stream. Digga, bei mir sind so Lichter, die meinen Augen reinschallen, ne? Aber ich glaube, bei meiner Kamera ist das nochmal ein bisschen schwieriger, wenn ich die Lichter aus hab. Dann sieht man auch einen Scheißdreck, glaube ich, bei meiner Kamera. Also ist nochmal schlimmer als bei meiner Webcam. Weil für die Kamera brauche ich mehr Licht. Ey, wieder hier, Mann, was hier immer. Alle Aufnahmen hier im Studio. Darf es nicht geben. Also, bad, chill. Not bad. Not bad. Auch auf Ehre Like dagelassen. Sehr korrekt. Also, lustiger Song auf jeden Fall. Ich hätte gehofft, dass die Hook noch ein bisschen geil ist. Hey, Enzan! Ist Enzan noch da? Enzan wird einfach bei ihm angezeigt an der Seite. Digga, voll lustig, Mann. Enzan wird bei ihm angezeigt an der Seite. Geiler wäre, aber sonst geil eigentlich. Not bad für jemanden, der es wahrscheinlich nicht professionell macht. Der muss auch mal sehr sowas reinbringen, Digga. GG, geht darüber, lass die Liebe da. Auch sehr übertrieben korrekt von Casey reagiert. Vor allem die Stelle, wo er halt gefrontet wurde. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass er so Lachflash bekommt dabei. Die Reaktion von Eli, die habe ich hier nur so aufgenommen. Irgendwer hat die mir auf korrekt geschickt, deswegen hatte ich die. Auch wenn die Grafik jetzt scheiße ist, aber es geht ja um die Dinge. Der ist immer FIFA-YouTuber, okay? Das stimmt gar nicht! Digga, irgendwer hat einfach Scheiße über mich gelabert bei ihm im Chat. Ich diss doch nicht immer FIFA-YouTuber, das war so jetzt ein einziges Mal, so komplette Ausnahme. Einfach, er disst immer FIFA-YouTuber. Als wäre ich so John Broke, nur für FIFA-YouTube. Gucken wir uns an.
niemanden beleidigen etc. pp. Ah, ich habe auch nur noch eine Nachricht bekommen, wo der Chat gescreenshottet wurde, wo einer gesagt hat, dass wo seine Freundin geschrieben hat in den Chat, dass er soll mal nicht auf Eli gehen oder so, er soll mal Eli in Ruhe lassen, die Freundin einfach. Aber ich sage euch ehrlich, ich hatte Eierflattern, ne, weil als Eli sich das angeguckt hat, man kann nichts aus Elis Gesicht rauslesen. Und dann bei seiner Dingens war er, glaube ich, ein bisschen beleidigt bei seinem Front. Digga, guck, wie er grinst. Jetzt denkt er sich, Digga, was ist das denn für ein komischer Kauz? Was ist das denn für ein Ali, denkt er sich gerade. So wie RB Leipzig. Träne. Was ihr macht, das ist wirklich peinlich. Steini auf YouTube mit Ende 30. Brody, Einzelgänger so wie Bro. Aber er grinst auch direkt die ganze Zeit. Übergang von Broski. Zweite Liga, Amateure, keine Profis. Schalke Retalk macht jetzt minimalen Profi. Pärchen, WG, Alla, Benji und Bossio. Streaming-Diät wäre mal eine gute Option. Stabilität, das sei ständig in Topform. G-Class, AD, Loco, Orale, Conio. Fick die Szene, ohne Reden. 30k, Loco, lass uns übernehmen. Keine Regeln, ich leb mein Leben. 30k, Foto, um mich nur noch Nebel. Achso. Fick die Szene. Ich lese die Satzflash vor. 30k, Loco, lass uns übernehmen. Keine Regeln, ich leb mein Leben. 30k Foto um mich nur noch Nebel. Hamed Loco kommt direkt zum Thema und bleibt bei der Taktik wie Fußballtrainer. Dick und doof, denen war alles egal. Klickst durch den Tanga von Michaela Schäfer. Eli und Richard wie im Liebes. Jetzt fängt's an. Guck mal, jetzt merkt es langsam. Oh, Anspannung steigt. Jetzt kommt ein Asu, achtet. Digga, manche haben mir geschrieben, ich hab das Asu nicht gehört. Das hab ich eingerappt. Jetzt die Adlib. Asu! Hör zu. Film. Habt ihr gehört? Brody, doch er hat noch FIFA-Skills. War doch kein Front. Digga, er sagt, war doch kein Front, macht weiter, dann kommt einfach der Front. Und er dachte sich so, Digga, dein Ernst? Soll ich dir mal sagen, was ne Krise ist? Du machst gratis Werbung für Palm Angels. Achso, er ist so. Er wusste einfach, der Digga, der Arme, der Front war einfach zu eklig. Er wusste einfach gar nicht, was er drauf antworten soll. Dachte sich so, scheiß drauf, mach einfach weiter. Ich dran bis zum Ende. Okay, war nicht so schlecht. Bisschen unangenehm, ich sag euch ehrlich. Bisschen unangenehm, Digga. Ehrlich, bisschen unangenehm. Ich mach auch einfach weiter, so wie Eli. War nicht so schlecht. Ich bin relevant. Wir haben es geschafft. Casey und Ernie, Gold 1 ist Beste. Hä, aber bist du einfach so ein YouTuber, oder was? Nein, Digga, ich hab noch nie YouTuber gedisst. Es war einfach nur ein Abonnenten-Special, Digga. Der das in seinen Chat geschrieben hat, ne? So lost, ehrlich, so lost. Was für, ich disse immer FIFA-YouTuber. Ich disse nie immer, das war einfach nur für den Special, so ein Diss-Track. Einfach so FIFA-YouTuber? Ich bin jetzt in Rente. Ich kam als niemand, doch ich geh als Legende. Achso. Die Szene. Vor allem, ihr müsst euch immer denken, ich war mit meinem großen Bruder und der hat mir voll oft die Lines vorgeschlagen. Also wir sagen, 90% von den Texten sind seine Vorschläge. Und ich war so voll, boah, Digga, ist das nicht zu viel? Und er so, nein, Digga, du musst das machen und so. Du musst die Hops nehmen. Und ich so, ja, okay, komm. So, manchmal war es mir auch echt unangenehm, das zu sagen, was ich gesagt habe. Aber es ist trotzdem gut angekommen. Ohne Reden, 30k Loco, lass uns übernehmen. Keine Regeln. Ich leb mein Aber nicht alle, ne? Also mein Bruder war auch die ganze Zeit dabei. Morgen, hoffentlich morgen, also ich habe eventuell einen neuen Cutter, kommt das Making-of. Wenn er das nice hinbekommt, dann haben wir einen zweiten Cutter endlich. Wenn nicht, dann suche ich einfach noch einen zweiten Cutter. Ich gucke einfach mal und dann muss ich das auch nochmal selber schneiden, das Making-of. Also sehr wahrscheinlich kommt morgen das Making-of um 13 Uhr. Endlich, ich hab's geschafft. Ich bin endlich relevant. Zum ersten Mal reagiert. Er hat gesagt, zum ersten Mal reagiert jemand auf mich. Er hat wahrscheinlich erwähnt. Naja, war auch eine korrekte Dingens. War auch eine korrekte Reaction. Hamed Loco. Ah, Leute schreiben das rein. Ja, lol. Was denn? Lol. Digga, er sagt, was ist das denn? Ey, auf, ey. Digga, ich hör mich jetzt euren Hamed da an, Alter. Was war da jetzt? Hamed Loco. Estimados pasajeros. Nee. Geil.
Geil! Let's go! Ich erwarte, bevor wir reingehen, Ernie, also ohne jetzt, ich will kein Zaki-Zaki, ne, aber Ernie sehr sympathisch. Mit einer der, den ich, bevor ich selber YouTube gemacht, gefeiert habe. Von der Person. Was denn? Mit Loco Workout ernte fleißig. Ich kam aus dem Nix, so wie RB Leipzig. Was ihr macht, das ist wirklich peinlich. Steini auf YouTube mit Ende 30. Brody, Einzelgänger so wie Broly. Von 0 auf 100 wie der Übergang von Broski. Nee, ich sag immer wieder, ne? Aber einfach nur, weil die mich ja noch zum Lachen bringen. Benji und Bossu. Streaming-Diät wär mal ne gute Option. Stabilität, das sei ständig in Topform. G-Class AD, Loco, Orale, Conyo. Fick die Szene, ohne Reden. 30k, Loco, lass uns übernehmen. Keine Regeln, ich leb mein Leben. Ich glaube, er mag es. Kam sehr nice, kam sehr nice. Was ist an mich? Meint er mit Ernte dich? Ich weiß es nicht. Ich werd ja auch vom Kollegen Ernte genannt. Ernte-Dankfest. Nein, kommt noch. Fick die Szene, ohne Reden. 30k, Loco, lass uns übernehmen. Keine Regeln, ich leb mein Leben. 30k, Foto um mich nur noch Nebel. Hamed Loco kommt direkt zum Thema. Und bleib bei der Taktik wie Fußballtrainer. Dick und doof, denen war alles egal. Klicks durch den Tanga von Michaela Schäfer. Eli und Richard wie im Liebesfilm. Er bleibt lost, Brudi, doch er hat noch FIFA-Skills. Soll ich dir mal sagen, was ne Krise ist? Du machst gratis Werbung für Palm Angels. Seine Lache, Digga. Gold 1 ist Beste. Was? Alte YouTuber, was? Was, Gold 1? Was? Form Angels, Hamed Loco, ich dich dran bis zum Ende. Casey und Ernie, Gold 1 ist Beste. Oha! Scheiße! Ohne Reden. Geil, auch geile Reaction. Auch geile Reaction, ohne Spaß. Ich leb mein Leben. 30k Foto um mich nur noch Nebel. Fick die Szene, ohne Reden. 30k Foto, einer im Chat, er hat recht. Ich leb mein Leben. 30k Foto um mich nur noch Nebel. Scheiße. Gracias por tu confianza. Esperamos que hayas tenido un vuelo agradable. Alle Aufnahmen hier im Studio darf es nicht geben. Ja, Ahmed hat alles allein gemacht. Ahmed hat alles allein gemacht. Ja, okay, dürft jetzt auch wieder gehen. Ne? Ja, war ein cooler Track. Nehme ich sportlich auf jeden Fall, war nice. Ja, Ehre, Digga. Einfach Gold 1. Hör doch auf. Der hätte irgendwas sagen müssen mit 10-0, das wird nichts oder sowas. Weil das verkacke ich seit Wochen. Gold, ich habe letzte Woche noch Elite 3 geholt. Und noch einmal, Kass, ich habe nichts gegen die erwähnten YouTuber. Im Gegenteil, ich verfolge sie selber, seitdem ich FIFA spiele. Also das Ganze ist mit zwinkerndem Auge gemeint und soll eine Unterhaltung sein. Ja, normal. Ich habe das jetzt auch nicht ernst aufgenommen oder sonst irgendwas. Das merkt man ja auch irgendwie bei dem Song. Aber war geil. Scheiße, ich bin nicht angemeldet, hätte ich auch kommentieren können. Ach, scheiße, Digga, ich hab mein Passwort. Schade, Digga, wäre auch lustig gewesen. Ja, hätte ich auch Max hat gesagt, er hat komplett einen Disrespect gegen dich gemacht, Bruder. Ey, er hat sich hops genommen. Weil die Leute, die kennt doch. Man sagt nicht umsonst, die machen aus einer Fliege einen Elefanten. Er hat dich hops genommen. Ja, wisst ihr, wie ich mein? War der Bro kein Elite-Einspieler? Der Digga, der war doch E-Sport da kurze Zeit. Doch, war nice. Ich weiß nur, dass er mal Gold 1 geholt hat. Was macht er denn sonst? FIFA oder was? Simon, ich hab mit Logo Distrack. Wer ist das? Scheiße, was soll man da? Ich hab jetzt eigentlich nicht so Bock auf den Distrack, Jungs. Nee, hab ich jetzt auch nicht. Was soll das überhaupt sein, der Hamed? Ich weiß nicht. Was soll das überhaupt sein, der Hamed? Gib mir ein. Korrekt. Sehr korrekt. Ey, aber jetzt mal no joke, ne? Viele sagen ja auch, boah, Hamed hat das gemacht, um Cloud zu bekommen, um Klicks und sowas zu bekommen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich habe zu 1000%, ich schwör hoch und heilig, niemals damit gerechnet, dass die alle darauf reagieren. Ich wusste, dass wenn ich streame und eventuell nach dem Stream zum Beispiel einen Casey oder einen Benji raide und dass wenn meine Community dann schreibt, ja, dies, das, Diss-Track ist gekommen, dann reagieren die drauf. Aber ich habe niemals damit gerechnet, dass ich bei meiner Reichweite
dass das schon so viele Leute mitbekommen, wahrscheinlich auch durch die TikToks und dass ich das so oft erwähnt habe, dass sie alle drauf reagieren. Das ist ja nur ein 30k Abo-Special gewesen für euch. Ich habe gesagt, ich mache safe einen Track, einen Diss-Track. Und der sollte eigentlich bei 50k kommen, aber ich dachte, OnlyFans ist ein bisschen Lash. Da mache ich als 30k, weil ich die Möglichkeit habe, für euch einen Diss-Track. Ich sage euch ganz ehrlich, das erste Mal gutes Geld in der Tasche gehabt, dachte ich mir, ja komm, dann gebe ich auch ein bisschen Geld aus, für die Community was zurückgeben. Und ich hätte ja nicht niemals einen normalen Track machen können. Wie geil wäre das gewesen? Soll ich über mein Leben erzählen, während ich 30k geknackt habe oder was? Damals noch 500 Abonnenten. Ich weiß noch diese Zeiten. Ich habe Nudeln mit Ketchup gegessen. Wisst ihr, wie ich meine? Da dachte ich mir so, komm, ich nehme einfach die großen FIFA-YouTuber und diss die einfach ein bisschen. Auf lustig. Ist doch viel nicer. So, wenn ich zum Beispiel jetzt mehr Reichweite habe und nochmal einen Diss-Track, klar, kann man auch machen, aber wenn ich mehr Reichweite habe, mehr mich öfter ausprobiert habe, dann könnte man auch einen ernst gemeinten Track machen. Aber ernst gemeinter Track hat so noch gar nicht geklappt. Ich höre so kurz rein. Geile Brille? Ja. Hier kommt ein Diss-Track vor. Egal, was er sagt, stabile Stimme, stabile, ne? Stimme, ja. Gut. Ey, Simon sieht ein bisschen abgefuckt aus, oder? Dann gibt's hier wieder. Nein, doppelt. Gibt kein Copyright-Claim. Achso, doppelt. Digga, ich hab so Angst vor deren Line, ne? Dass sie das zu ernst nehmen. Finde ich es eigentlich ehrlicherweise nett, muss ich sagen. Ich finde Stimme stabil, ja. Digga. Digga, Ehre. Ehre. Simon meinte, kacke finde ich es ehrlich gesagt nicht. Anscheinend haben die ein Chatpaar geschrieben, dass es kacke ist. Ohne Spaß. Also, das ist Ehre. Sah von der Reaktion eher von dem Gesicht eher so aus, Digga, was ist das jetzt hier gerade? Wisst ihr, wie ich meine? Aber ist safe dann auch so überraschend gekommen für die, wenn das auf einmal alle in den Chat geschrieben haben. Da kann ich das auch verstehen. Ja, die haben das halt gar nicht kommen sehen, ne? Und Digga, trotzdem sehr, sehr korrekt reagiert auf jeden Fall. Also, schlecht finde ich's nicht. Ich finde auch, schlecht muss ich ehrlich sagen, finde ich's auch nicht. Nö. Er wirkt, für einen Diss-Track finde ich's ein bisschen zu selbstverliebt, ne? Ja. Aber so, stabil. Ah, schade, Digga. Das Gefühl hatte ich auch ein bisschen, um ehrlich zu sagen, Mann. Dass das ein bisschen zu selbstverliebt war. Aber ich sag euch, ohne mich versuchen rauszureden oder so, diese ganzen selbstverliebten Lines, ich hab mit meinem Bruder geredet, ich so, Digga, ich will das nicht sagen. Ich will mich in diesem Diss-Track nicht selber hochpushen. Auch die letzte Line mit, ich kam als niemand, doch ich gehe als Legende und sowas. Digga, ich fand das zu viel, ne? Ohne Spaß. Aber mein Bruder hat ja den Text, Digga, ich kann das ja sagen, ich hab das schon 1000 Mal gesagt, zu 90% den Text geschrieben. Und er meinte so, Digga, das musst du, du musst dich selbst pushen, das musst du diese leichte Arroganz haben. Und ich habe mich echt unwohl gefühlt und deswegen hatte ich auch richtig Angst vor dieser Reaktion von denen, falls sie eine Reaktion machen, weil es halt auch relativ arrogant rüberkommt, beziehungsweise so ein bisschen herabschauend. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen ist korrekt, dass sie das so korrekt angenommen haben. Trash, Müll.
Okay, also Müll finde ich nett. Nein, finde ich jetzt auch nicht, Digga. Müll finde ich nett. Hat sogar einen Daumen verdient, sag ich euch, wie es ist, Digga. Fand ich nicht schlecht. Zudem darf man auch nicht alles immer so ernst nehmen, Jungs. Nein, Jungs, ne? ist doch einfach Gaudi, Digga. Ich fand's wirklich nicht schlecht. Ich fand, ganz ehrlich, Line über uns war lustig, Line über Broski sein Übergang war lustig, Line über Steini war lustig. Alles war lustig. Line über die andere waren lustig. Geht klar? Was schreibst du? Hat er auch ein Ding verdient? Ja. Korrekt, Digga. Timo, korrekt. Mal gleich rein. Stabiles Ding. Dit hast du geschrieben, stabiles Dit. Ding. Geh mal. Dittmar. Geh mal runter, was schreibt in den Kommentaren, was hier. Was für Dittmar, Digga. Hier schreibt das ja auch. Im Gegenteil, ich verfolge sie selber, seitdem ich FIFA spiele. Also, Jungs, alles chillt, Digga. Ist doch ganz lustig. Alp, ich schwöre, besser als der Deutschrap. Ich fand's auch nicht. Hops genommen, aber bei Steini und Broski. Ampo. Ich fand's jetzt wirklich nicht schlecht. Ey, guck mal, ne, ohne Spaß. Die Community hat das von denen richtig, zu arrogant aufgenommen, kann ich auch irgendwo verstehen. Und die haben erstmal erstaunt geguckt. Und dann die Community so, ja, Trash, Müll, feier ich nicht so. Und die haben mich einfach dann vor deren Community verteidigt, was, Digga.